So close! Ja, das war ja richtig knapp, richtig close. Und ich bin genauso close da dran, meinen kompletten Verstand zu verlieren durch diese Videos hier. Und damit ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt's mal wieder die tägliche Dosis an Memes und random Videos, die ich gefunden habe, während ich so voll gefressen auf meiner Couch lag mit Kruste in den Augen. Viel Spaß. Falls ihr dachtet, dass ihr heute einen schlechten Tag hattet, es gibt noch ihn hier. Der Brich steht nur an seiner Bushaltestelle und wartet gerade auf den Bus. Junge, fietspad hier. Dit is Nederland. Ik zou f***ing diep in het. Also ich verstehe die Sprache nicht, aber ich glaube, er hat irgendwas gesagt mit: Das ist die Niederlande, was ist das für Wetter hier? Und dann kam auch schon das Auto. Für mich sieht das hier ganz danach aus, als wäre er dieser Sohn, der ihn angespritzt hat. Schaut mal, hier ist die Buseinfahrt mit einer riesen Pfütze und dort kommt das Auto, was dann rübergelenkt ist, um ihn diesen Tsunami in die Fresse zu drücken. Das ist echt gemein, Mann. Was muss man für ein schlechter Mensch sein, um das einem Kind anzutun, was einfach nur auf den Bus wartet? My dad died a couple days ago. I was wondering if somebody could like Photoshop wings. Okay, also sie fragt, ob jemand Wings, also Flügel, für ihren verstorbenen Vater photoshoppen kann. My dad died a couple days ago. I was wondering if somebody could like Photoshop wings. Na, das ist gottlos. Wirklich, wirklich, absolut gottlos. Ich distanziere mich davon und ich habe auch nicht gelacht, okay? Also wer auch immer das gefotoshoppt hat, der Bruder hat VIP-Pass in die Hölle gesichert. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ihr kennt das doch bestimmt alle, wenn man so gemütlich in der Bahn sitzt und einfach nach Hause fahren will. Und dann kreicht auf einmal eines von diesen Dingern los, von diesen Babys. Ich sag euch ehrlich, mich f***t sowas unnormal ab. Und den Typen hier, dem reicht es komplett. Alter, Fresse, du meinst, Alter. Nee. Einfach so ein Asozialer in der Bahn. Halt deine Fresse, du Wanst, Alter. Er spricht das aus, was wir uns alle denken. Ehrenmann. Und man muss auch sagen, es hat wirklich funktioniert. Alter, Fresse, du meinst, Alter! Nee. Er hat halt eine beruhigende Wirkung auf Kinder. Papagei im türkischen Haushalt, be like. Geil, Mann. Bruder, ich feiere dieses Meme so und dann öffne ich die Kommentare und lese das. Gottlos. Ich distanziere mich davon. Ich habe als kleines Kind immer davon geträumt, ein Papagei zu haben, weil das ist schon ziemlich cool so, dass die sprechen können. Aber ich glaube, wenn ich mir heutzutage einen holen würde, der wäre in ein paar Wochen einfach nur so ein Goofy-Ass-Soundboard. Das würde mich dann so abfucken, dass ich ihn dann wirklich abschieben würde. Ja. Ist ja auch egal. Made my own garlic bread. Okay. Oh, sieht stabil aus. Made my own garlic bread. Oh! Ey, Bruder, wieso? Wieso muss es so dumme Menschen geben? Die hält den Teller so schräg, dreh den gleich am besten direkt. Da hinten kommt die Mutter. Bei ihr ist der Alarm angegangen. Mütter hören es sogar aus 10 Kilometer Entfernung, wenn in der Küche was kaputt geht. Direkt ihr Mutterinstinkt ist angegangen. Und doch 2 Sekunden später war sie da, um sie zu basten. Yo, die ist am Arsch. Das war's. Der gute Teller von Mama bedeutet 2 Wochen Hausarrest. Kennt ihr diese Kühlschränke, die so einen eingebauten Wasserspender haben? Bei ihm hier funktioniert der ein bisschen anders. Motherfucker! Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Wieso kommen da Eier raus? Und wieso muss es schon wieder damit enden, dass alles zerstört wird? Motherfucker! Ach so, ja, ja, Verstehe, verstehe. Die unschuldigen Küken, die dafür nicht mal geboren wurden. Werde gerade überfallen. Die Polizei währenddessen. Ja, das ist schon wieder anderes Level. Ich weiß ganz genau, dass er gerade eben von 10 jugendlichen Typen dazu überredet wurde, das zu machen, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hatte. Yo, 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 du Cop, mach mal bei unserem TikTok mit. Vertrau, wird lustig. Work, 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 work.
Nee. Bro, während der da so down bad am twerken ist und dann noch in die Mülltonne fällt, wird irgendeine hilflose 80-jährige Oma ausgeraubt und hat Angst um ihr Leben. Ach, scheiß drauf, Digga. Hilf dir selber, Omi. Siehst du nicht, dass ich hier gerade beschäftigt bin? Polizei, dein Freund und Helfer. Im Leben ist es immer mal gut, die Komfortzone zu verlassen. Und das kann man auf unterschiedlichste Art und Weisen machen. Ein Teil der Leute geht am Morgen eiskalt duschen. Die anderen gehen täglich zum Sport oder erleben krasse Dinge, die man sich eigentlich nicht traut. Genauso wie der Typ im nächsten Video. Ich kann jetzt und hier schon mal sagen, dass ich sowas auf gar keinen Fall in meinem Leben machen werde. Das ist straight up die Hölle. Und Lil Bro daneben hat gerade den Spaß seines Lebens. Das waren 20.000 Lego-Bausteine. Ich denke schon, ich sterbe, wenn ich nur auf einen einzelnen getreten bin. Und was macht der da bitte? Naja, immerhin hat er sich getraut und ist keine Pussy. Ich mach das erste Mal meine Wäsche. Soll sowas passieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist völlig normal, natürlich. Nein, natürlich nicht. Was hast du gedacht? Bist du dumm? Sowas sollte, glaube ich, nicht passieren. Wie viele Decken hast du da überhaupt reingepackt? Ganze Mannschaft kann sich damit zudecken. Und erklär das mal deiner Mutter. Ich weiß echt nicht, was mit mir geschehen würde, hätte ich unsere Waschmaschine so auseinandergenommen. Ja, viel Spaß beim Saubermachen. In diesem Video hat sich ein Vater gedacht, wieso auch immer, hey, er nimmt jetzt einfach mal die Puppe von seiner Tochter und schnallt sie an seine Drohne und lässt sie ein bisschen fliegen, ein bisschen frische Luft schnappen. You better not lose him. Ja, da fliegt sie. Noch ist alles gut. Was soll denn auch schon passieren? Also, ihr geht's doch noch völlig gut. Oh, Sugar Plum! Bye, Udi! Yo, na, der Vater ist falsch für das. Was hat er sich dabei gedacht? Wieso hat er das getan? Den seine arme Tochter, die wird jetzt für immer ein Trauma davon haben. Wie gottlos ist das denn? Obwohl, wir wissen nicht den Grund. Hätte meine Tochter sich irgendwie nicht benommen so, dann hätte ich das wahrscheinlich auch als Bestrafung genommen. Das muss richtig wehtun für sie, wie sie dort hinten ihre Puppe sieht, wie sie runterfällt. Sagt mal ehrlich und beantwortet mir die Frage wirklich in den Kommentaren. Ist hier jemand dabei oder kennt vielleicht jemanden, der einen Job als Maskottchen hatte? Ich meine, wer meldet sich für sowas freiwillig? Man kann doch tausend andere Dinge machen, um an Cash zu kommen, als sich stundenlang in so ein warmes Ding zu stecken, wo man nicht mal drin atmen kann, um dann am Abend komplett verschwitzt und versifft stinkend da rauszukommen. Ehrenlos ekelhafter Job. Und am Ende ergeht es einem noch so wie ihm hier. Der Arme hat doch nur versucht, seinen Job zu machen. Also falls man es auch noch nicht vorher verstanden hat, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo jeder wissen sollte, dass man den Job wechseln muss. Und wer stellt am Ende eigentlich die Boxen wieder auf? Ey, das ist so ehrenlos. Die haben da einfach Wrestling gemacht. Ja, da hilft echt nur noch kündigen. Kündigen, kündigen, kündigen. Naja, ich hoffe, das gibt euch ein bisschen Motivation in der Schule durchzuziehen, weil ihr wollt doch nicht wirklich so enden, oder? Ich glaube nicht. Deswegen strengt euch an. Man kann sagen, was man will, ne? Aber der Typ hat Eier aus Stahl. Der sprayt einfach an das Polizeiamt. Und 10 Meter neben ihm ist sogar noch die Polizei. Und ich musste das hier leider ein bisschen verpixeln, denn er hatte ein altdeutsches gefährliches Zeichen, was so in der Zeit von 1940 bis 1950 sehr oft genutzt wurde, an die Wand gesprayt. Bruder, what the f***? Also davon distanziere ich mich natürlich. Dreimal dürft ihr raten, was danach mit ihm passiert ist. Jupp, er ist in Hubs gelandet. Deutschland in 25 Sekunden erklärt. Ah!
Hallo, hallo, chill doch mal. Du wurdest nur erschrocken. Die geht direkt mit Karate, Kick und MMA-Punches auf ihn. Was soll die Scheiße? Hat der Penner nichts Besseres zu tun, als willkürlich Leute zu erschrecken? Also wenn ich gerade so drüber nachdenke, mir fällt auf die Schnelle nichts Besseres und nichts Lustigeres ein als das. Das ist wirklich genial. Willkürlich Leute zu erschrecken? Ernsthaft, es ist nicht lustig. Nicht lustig. Doch, ist schon lustig. Kein bisschen. Okay. Doch, doch, schon. Oh Mann, das ist wirklich Deutschland Classics. Ich hab's schon an den Rucksäcken erkannt. Das kann nicht gut enden, Mann. Der Typ wollte sich einfach nur einen Spaß machen und was hat er bekommen? Schläge und Tritte ins Gesicht, eine dicke, fette Ansage und wahrscheinlich im Nachhinein noch eine Anzeige. Und er wollte einfach nur ein TikTok machen und ein bisschen Leute bespaßen. Die hat das wirklich mitgenommen, ne? Die bekommt wirklich einen Anfall da. Die geht wirklich auf ihn los. Die hat Panikattacke bekommen. Olaf Scholz! Mach Döner. Mach Döner! 5 Euro, du Hund. Okay, wer von euch war das? Los, raus mit der Sprache. Wer von euch Goofies hat die Scheiße hier bestellt? Mir wird wirklich von Tag zu Tag mehr bewusst, dass wir in einer Simulation leben. Aus Gold kommt Versace. Abi, Harbi, Abi. Ricky, Edmini, Fix, Cookie und Brownie. Das ist ein absoluter Fiebertraum gerade. Das deutsche Land dankt euch für euren Einsatz. Wenn das Olaf Scholz sieht, er wird safe die Dönerpreise nach unten drücken. Ich finde auch, das sollte ein Hauptschwerpunkt der Politik sein, herauszufinden, was mit den verdammten Dönerpreisen passiert ist. Ach ja, als ich gerade eben auf dem Klo auf Instagram ein bisschen geswiped habe, bin ich auf dieses Video gestoßen. I wanna ask you something. And I want you to be honest with yourself. Ihr wisst bestimmt, was kommt, oder? Only the people who thought about what I'm about to say come. Ja, ich öffne die Kommentare. Das ist so fucking ehrenlos, Mann. Aber es ist auch so fucking zum Verwechseln ähnlich. Ey, Scheiße, Mann. Wir kommen alle in die Hölle, wer auch immer darüber gelacht hat. Yo, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber dein nagelneuer Fernseher, den du dir vor 3 Minuten gekauft hast, rollt da gerade ganz seelenruhig weg. Wie stumpf, der geht einfach. Der hat keinen Bock auf seinen neuen Besitzer, der will zurück in den Store. Und der Typ hinter der Kamera original so. Wie dumm! Wärst du einfach sitzen geblieben im Auto? War ja nett gedacht, aber du hättest drauf sch**ten und den Fernseher seinem Schicksal überlassen sollen. Der perfekte Beweis, dass man einfach nicht helfen sollte. Der bekommt doch safe noch die Schuld dafür und muss bezahlen. Blood wollte 25 Euro für ein Bild von mir auf der Achterbahn. No, 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 no. Bruder, der verteidigt das mit seinem Leben. Stellt euch mal vor, jemand versucht euch daran zu hindern, ein Bild zu machen von einem Bild von euch selber. Das ist sowieso der größte Scam auf Erden. Deswegen richtige Entscheidung, das einfach abzufilmen. Und wenn er nicht der Mitarbeiter des Monats wird, dann weiß ich auch nicht. Der Typ steckt wirklich Schweiß und Blut in den Job. I ordered a thing of fries and I only ordered one, but for some reason they gave me 2. Ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich haben sie dir ganz zufällig 2 gegeben, oder? Und du hast sicherlich nur 1 bestellt. Ich glaube das auf gar keinen Fall. Und ich würde sogar meine Hand ins Feuer legen, dass hinter der Kamera nochmal 2 weitere Packungen davon liegen. Das ist die schlechteste Lüge, die man sich hätte einfallen lassen können. Als ob das passiert, dass man bei McDonald's, Burger King oder sonst wo etwas zu viel bekommt. Oh, what the f***? Man bekommt höchstens zu wenig oder einfach komplett reingeschicktes Essen, aber man bekommt niemals zu viel. Das ist noch nie in der Weltgeschichte passiert. Hier in diesem Video ist der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un zu einem Volleyballturnier der Nationalmannschaft gegangen und hat dort ein bisschen zugeguckt. Er wollte halt mal schauen, was denn so seine Leute machen im Sport. Und ich habe keine Ahnung wieso, aber irgendwie sieht das so aus wie ein Wii Sports Turnier. Wenn man einfach die Musik drunter legt...
Das ist einfach eins zu eins das gleiche, wie als hätte ich es damals auf meiner Wii gespielt. Nur, dass meine Wii noch eine bessere Qualität hatte. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist 100% alles geschauspielert, um irgendwie das Image von Nordkorea aufzupimpen. Nie im Leben ist das eine echte Reaktion auf ein Volleyballturnier. Bro, Volleyball, voll der langweilige Sport. Und sorry jetzt an alle, die ich damit diskriminiere, weil ihr Volleyball spielt. Mayo Chicken Noodle Soup. Oh hey, das kenne ich ja noch gar nicht. Das hört sich neu an. Ich bin gespannt. Also, ich bin jetzt nicht so der begabte Koch, aber irgendwas sieht hier falsch aus. Ich kann bis jetzt noch nicht einschätzen, ob er der neue Gordon Ramsay ist oder ob er gerade komplett reinscht mit dem Essen. Okay, gut, er ist komplett am reinscht. Hat sich geklärt. Was passiert hier gerade? Und genau deswegen sollte man auch so etwas wie einen Kochschein einführen, dass man sich gar keine Kochsachen kaufen kann, bevor man nicht diesen Schein gemacht hat. Stell dir mal vor, dein Homie lädt dich so zum Essen ein und sagt, ey, 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 Bruder, komm vorbei, ich habe richtig geil Essen gekocht. Und dann kommst du vorbei und dann gibt es das. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Das ist absolut ekelhaft. Und wisst ihr, was genauso ekelhaft ist? Wenn man dieses Video bis hierhin geschaut hat und nicht auf den Daumen nach oben klickt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert auch gerne diesen Channel hier. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.